So, da geht's auch schon weiter bei God of War 3 Remastered. Im letzten Teil haben wir Herkules Gesicht zu Brei gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben durch ihn, zack, die nemäischen Löwenhandschuhe bekommen. Was sie uns jetzt bringen und wie die uns helfen, erfahren wir jetzt gleich. Natürlich helfen sie erstmal im Kampf, zum Beispiel mit dem nemäischen Gebrüll, wie wir gerade sehen, die Panzerhandschuhe auf den Boden schmettern, um eine Druckwelle zu erzeugen. Das machen wir auch mal. Danke, Athena. Machen wir doch gerade. Guck, bam. Ja, und sie hauen natürlich ordentlich rein, gerade wenn man sie aufgepowert hat. Kann man so ein bisschen mit diesem Großschwert aus God of War 1 vergleichen. Was ja auch unfassbar reingehauen hat, aber sau langsam war. Oder beziehungsweise langsamer als die Klingen natürlich. Und sie helfen uns bei diesem Gestein, das wir schon im Laufe des Spiels öfters mal gesehen haben, wenn ihr euch daran erinnert, aber noch nie genau wussten, was wir damit machen sollen. Denn diese können dieses Gestein kaputt schlagen. Und das hilft uns natürlich, an neue Orte zu kommen. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Oder können wir dann weiter? Ich glaube, das war's. Okay. Dann ziehen wir mal am Hebel. Ah, da hat sich nur was geöffnet, wo wir durchtauchen können. Ich hatte jetzt irgendwie mal wieder die Vermutung, dass es ein Aufzug ist, aber so war es dann nicht. Ah, und seht mal da. Seht mal, wer da ist. Die können wir jetzt natürlich auch mit unseren tollen Handschuhen kaputt machen. Seht ihr das? Unfassbar, oder? Demnach ist uns jetzt theoretisch kein Gegner mehr gewachsen. Rede ich mir jetzt einfach mal so ein. So. Aber wir müssen jetzt erstmal zurück. Zurück zu Lück. Herkules. Weil da unten ja jetzt sich ein neuer Weg für uns geöffnet hat. Nämlich der hier. Da müssen wir jetzt erstmal sehen, wo der uns hinführt. Zum Glück haben sie die Tauchsequenzen so ein bisschen reduziert. Obwohl ich die eigentlich in God of War 1 gar nicht so schlecht fand. Mit diesen Fallen unter Wasser, die sich mit diesen Klingen, die sich dann so zudrehen und so weiter. Aber naja. Wupp. Hey, seht mal, wo sind wir denn hier? Hier sieht's edel aus. Wir sind wohl irgendwie in die Tiefen des Palasts vorgedrungen. So, oh, und Minotaurenhorn. Das wird auch mal verbessert. Sehr schön. Da, jetzt sind wieder alle auf einem Level. Und ich glaube so zwei oder dreimal kann man die noch aufwerten. Ah ja, Poseidons Kammer und wieder eine Statue von Pandora. Das ist ganz gut, vielleicht können wir dann wieder mit ihr sprechen. Und dann kann sie uns sagen, was wir tun sollen oder was auch immer. Das ist so quasi die einzige Verbündete, die er hat. Ich habe im letzten Teil, glaube ich, noch gesagt, dass wir hier ganz alleine sind. Oder was in dem Part? Ich weiß es nicht mehr. Aber vielleicht ist Pandora die einzige, der wir noch so ein bisschen trauen können. Na, sieht mir da. Sieht der nicht verdächtig aus? Naja, aber er bewegt sich nicht. Noch nicht. Ansonsten haben wir hier nichts. Okay. Dann drehen wir mal ein bisschen am Rad. So, sehr schön. Dann können wir da nämlich weiter. Komm schon. Reicht das nicht mal? Ja, sehr gut. Ah. Na toll. Okay, wir kommen da also noch nicht durch. Wir müssen irgendwas finden, um die Tür offen zu halten. Aber hier haben wir schon mal einen Weg. Oh, da steht jemand. Hallo? Wer bist du? You. You're Lord Kratos. Please. No. I do not need your help. Ja, darf ich vorstellen, die leicht bekleidete Frau ist Poseidons Sexsklavin. Frau anscheinend. Aber warum will sie befreit werden? Oder wollte? Jetzt, wo sie Kratos gesehen hat, will sie es nicht mehr. Ja, falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, wie dieses Klacken, das ist mein Hund, der sitzt neben mir auf der Couch. Der kratzt sich gerade ein bisschen. Beziehungsweise sie kratzt sich gerade ein bisschen. Aber der Hund, ihr versteht? Ach, ist doch egal. Ah ja. Ah ja. Ah, seht mal. Wieder so Portale, durch die wir uns teleporten können. Ah.
Sieht wieder so ein bisschen nach Rätsel aus. Aber naja, sollten wir hinkriegen. Ja, jetzt kommt nämlich eine sehr witzige Stelle, die ich irgendwie immer schon lustig fand. Und zwar ist das Ausgangsportal, durch das wir müssen, um hier diesen Raum zu schaffen, ist das untere da von den zwei, die da vor uns sind, die über den Stacheln. Das Problem ist aber, wenn wir uns hier durchporten, kommen wir zwar da oben raus und das Ding senkt sich halt ein bisschen, aber senkt sich nicht genug, weil wir nicht schwer genug sind. Deswegen müssen wir uns diese Hunde hier nehmen und sie da durchtreten. Weil ich irgendwie einen geilen Einfall finde. So, bam, der nächste. Das müssen wir einfach ein paar Mal machen. Irgendwann reicht's dann. Geht durch. So, ich glaube, jetzt müsste es klappen. So, und dann gehen wir schnell hier durch. Lord Kratos, no. Please. Please, leave me be. I beg of you. Show mercy. Hold your tongue. Ja, jetzt läuft sie vor uns weg. Ob das die beste Idee war, weiß ich nicht, weil da sind noch die Hunde. Ja, und da schreit sie auch schon wieder. Aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und gucken, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel hier liegt ein Zettel. Mein teuerstes Geschöpf, bitte verzeih mir, dass du meinen Zorn abbekommen hast. Mein Ärger galt nicht dir, sondern meinem Bruder, der sich weigert, die große Macht zu nutzen, die er im Labyrinth versteckt. Ein Sturm zieht auf und Zeus bietet dem Olymp keinen Schutz. Nur die Zuflucht an deinen Arm schenkt mir Ruhe. Dein Herr Poseidon. Okay, das war vielleicht Beziehungsdrama hier so ein bisschen, würde ich sagen. Hier haben wir Poseidons Muschelhorn. Ja, weil ich schätze mal, Poseidon war vorher ein recht angenehmer Mensch, bis Kratos kam. Und der hat sich so ein bisschen gewandelt dann und wurde sehr zornig. Und das hat er wahrscheinlich auch öfters mal an seiner Frau ausgelassen. Weswegen sie flüchten wollte. Verzage nicht, holdes Weib. Ich bin da. So, siehst du? Ist doch alles kein Problem. Ein dummer Hund. Ein sehr dummer Hund. Okay, helfen wir erstmal, bevor sie da runterfällt. Zack. Denn wir brauchen sie. Also ja, eine wichtige Aufgabe für uns. Was genau das ist, werdet ihr gleich sehen. Aber ich kann euch schon mal so viel verraten. Es ist nichts Schönes. Aber ohne sie kommen wir leider nicht weiter. So. Und jetzt beweg dich. Okay. So, da sind wir. Und sie läuft auch schon vor und hat Glück. Und wir werden alleingelassen mit den Statuen, die sich natürlich nicht bewegen. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, als man die gesehen hat? Niemand, oder? Ja, es sind halt diese Statuen, die wir auch schon im Hades bekämpft haben. Das Problem ist aber, dass die ein bisschen mehr aushalten, glaube ich. Aber auch diesen kleinen zu kriegen, wie man jetzt hier gerade sieht. So, gib mir deinen Hammer. Übrigens auch mit dem gleichen Quicktime-Event. Aber das macht ja nichts. So. Der wird auch nicht mehr lange leben. Und dann können wir auch gleich mal wieder gucken, ob wir irgendwas aufbessern können, weil wir haben eine Menge Orbs. So. Und tschüss. So, den haben wir. Okay, pass auf, dann gucken wir mal kurz nach. So, wo war ich denn dran? Bei unseren Schwertern, ne? Ja. 8000, verdammt. Aber fast. Und danach werden erstmal die nemeischen Löwen aufgewertet. Die haben wir jetzt auch neu. Ah, guck, die brauchen auch nur 3000. Aber die haben auch 5 Stufen zum Aufwerten. Aber naja. Kriegen wir schon hin. Jetzt brauchen wir es aber erstmal. So. Kaputt. Legt euch doch nicht einfach mit mir an. Merkt es euch doch einfach mal. So, und du gehst weiter. Okay, dann ist ein Speicherpunkt. Was haben wir hier?
Noch eine Statue, die sich aber nicht bewegen will. Okay. Ich glaube, wir müssen da auch lang, ne? Was ist denn da hinten mit dem Speicherpunkt? Sonst nix? Nee. Nee. Okay. Ich werde auch mal kurz speichern. Ist mir sicher, aber ich schneide es ja sowieso raus. So. Das hätten wir. Schön, ne? Ich glaube, das Datum auf meiner PlayStation geht falsch. Ich meine, ich hätte gerade das Datum für morgen gelesen. Vielleicht lebe ich auch in der Vergangenheit. Ich weiß es nicht. So. Geh weiter. So. Dann müssen wir noch hier durch. Dann sind wir auch schon fast da. Aber natürlich sind wir nicht alleine da. Denn hier kommen mal wieder Gegner, die uns nerven. Aber gut, die sollten ja auch kein Problem sein. Seht ihr? Der ist schon weg. Du hast ja immer noch ein Schild. Uah. Wasser. So, dann testen wir die nemeischen Löwen an denen hier. Oh, ich glaube, die hauen ordentlicher rein bei denen als die Klingen. So. Her mit dem blöden Hammer. Weg mit dir. So. Ja, sie hockt auch schon richtig, ihr ahnt es vielleicht schon. Wir müssen ja immer noch zu Pandora, also dieser Statue, gelangen. Und das Tor geht aber zu schnell zu. Also, was nimmt man da? Ein Türstopper. Blöd nur, wenn es in dem Fall ein Mensch ist. Aber gut. Los, halt noch ein bisschen. Ich muss erst hier durch. Und was jetzt passiert ist, kann man gucken. Da, seht mal. Oh. Das war mal die Frau von Poseidon. Aua, die hat's ordentlich zermatscht. Aber sie hat immerhin das Steuerrad blockiert, so dass es nicht mehr weitergehen kann. Also haben wir unser Ziel erreicht. Kratos, I knew you'd come back. Tell me where you are. I hear something. He's close. Just tell me how to find you. The labyrinth! Find the labyrinth! Ah! Help! Help, Kratos! Pandora! Pandora, what's happened? Where are you? My son. You trifle with matters you cannot possibly understand. Stay away from this thing. Zeus. Zeus! Ja, Zeus kriegt langsam Panik. Mir liegt ein Zettel. Ein Mädchen ist der Schlüssel zum Labyrinth. Ich habe diese Statue hergebracht, aber nichts herausgefunden. Der Sterbliche, Daedalus, hat in seinem Wahnsinn einen Weg gefunden, Geheimnisse selbst vor meinem Blick zu verbergen. Das verheißt nichts Gutes. Ich fürchte, Zeus ist nicht mehr der Bruder, den ich kannte. Poseidon. Naja, darüber muss sich Poseidon jetzt ja keine Gedanken mehr machen. Den hat's ja eh zerlegt. Schon ganz am Anfang. Okay, sehr schön. Phönix wieder noch. Okay, dann geht es jetzt darum, Pandora zu finden. Im Labyrinth anscheinend. Oh, jetzt können wir aber erstmal wieder raus und es regnet. Und die Leute sitzen hier und verrecken. Die Diener des Olymps scheinen an einer Art Seuche zu sterben. Ja, das ist die Seuche, die Hermes Tod verursacht hat. Die aus ihm rausgesprudelt ist. Und wir sind in den oberen Gärten und müssen uns da einen Weg durchbahnen. Allerdings müssen wir das auch wieder auf den nächsten Part verschieben, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter und sehen, wohin uns unser Weg noch so führt. Deswegen war es das erstmal für God of War und ja, bis zum nächsten Part. Bis dann.